Selten, aber besonders populär waren Sportsendungen. Bei Fußballspielen wurde der Live-Kommentar via Telefon ins Studio übermittelt. Ende der 20er Jahre gerieten die Privatradios an den Rand des Bankrotts. Da ihnen Werbung verboten war, blieben ihnen nur die Konzessionsgelder. Doch es gab zu wenig Hörer, um drei unabhängige Sender allein für die Deutschschweiz zu finanzieren. Also beschloss der Bund, die Ressourcen zu konzentrieren. Er gründete im Frühjahr 1931 die Schweizerische Rundspruchgesellschaft SRG. Diese erhielt eine Monopolkonzession und musste dafür Programme in drei Landessprachen produzieren. Auch die SRG durfte keine explizit politischen Programme senden. Auf Druck der Zeitungsverleger wurde ihr nicht einmal das Produzieren der Nachrichten erlaubt. Diese wurden von der Schweizerischen Depeschenagentur zusammengestellt und verlesen. Die Nachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur in Bern. Gleichzeitig gingen drei neue Landessender in Planung. Zuerst wurde der welsche Sender Sodan, dann im Sommer 1931 Beromünster für die Deutschschweiz eingeweiht. Schweizerischer Landessender Beromünster. Beromünster war einer der stärksten Mittelwellensender Europas. Er wurde, wie die ganze Radioinfrastruktur, von den PTT betrieben. In den 30er Jahren stieg die Zahl der Radiokonzessionäre trotz Wirtschaftskrise stark an. Und das national organisierte Radio wurde ein wichtiger Pfeiler der geistigen Landesverteidigung. Die Sendungen von Beromünster haben natürlich dazu geführt, zu einer Art schweizerischen, nicht Denkungsart, aber eben Beromünster, das waren wir. Man hat ja auf der Skala eine ganze Reihe, vielleicht 20 oder mehr Sender gehabt, aber wirklich gelost hat man halt eben doch der eigene. Erstens, weil er inhaltlich einem mehr gesagt hat als fremde Sender. Und zweitens, weil der Empfang meistens sehr, sehr schlecht war. Mit Pfiffen und Heulen und mit Fading, dass es verschwunden ist, das Programm, und nur wieder gekommen ist. Die Radioreporter verließen nun immer öfter das Studio. So produzierten sie mit Hilfe der PTT Live-Außenreportagen. Und nun seit ungefähr einer halben Stunde schießen und knattern und rattern diese Rennwagen, diese fürchterlich aussehenden Dinger hier die Straße empor. Achtung, jetzt, Sie haben die Chinchilla-Hörner gehört. Die zeigen an, Obacht, Strecke frei, ein Rennfahrer. Neue Reportagewagen mit Aufnahmegeräten erlaubten es auch, Sendungen vor Ort aufzuzeichnen. Mit diesen Reportagen aus dem Schweizer Alltag förderte das Radio den nationalen Zusammenhalt. Eine Rolle, die in Anbetracht der politischen Entwicklung immer wichtiger wurde.